Ich hab dich! Nein, doch nicht, ich hab dich! Disneys Timon und Pumba. Gleich noch eine Folge bei Kabel 1. Philipp. Mo. Und Julia. Katja. Tonne. Eberhard. Leute, dies ist eine außerordentliche Versammlung. Seit Wochen besteht ein Monsterproblem, das jeden von uns betrifft. Mehr oder weniger. Ich gebe das Wort nun weiter an unseren Vorsitzenden. Danke, Mo. Kommen wir gleich zum ersten und einzigen Punkt auf der Tagesordnung. Mädchen, warum wollen Sie uns nicht? Gibt's dazu Wortmeldungen? Ich habe keine Ahnung, was wir machen sollen. Ich zum Beispiel. Ich bin immer höflich, anständig, habe gute Manieren, aber anscheinend reicht das ja nicht. Moment, ich muss meinen riesen Poplos nehmen. Auf meine Willigkeit erlebt diesen historischen Moment mit äußerstem Unbehagen. Die Analyse des Themas suggeriert die Annahme eines Problems auf semantischer Ebene. Was? Wir verstehen uns nicht. Die Mädchen und wir verstehen uns nicht. Ja, auch bei mir ist es im Augenblick ziemlich kritisch. Ich hatte diesen Monat 3 Verabredungen pro Woche. Für gewöhnlich habe ich 3-mal so viele. Ja, also, mein Fall kennt ihr ja alle. Aber auch da gibt's Neuigkeiten. Also, gestern hat mir Julia gesagt, sie würde lieber mit Frankensteins Monster ausgehen als mit mir. Wir müssen was unternehmen. Ja, wir brauchen irgendwas Geniales. Oh, mir scheint, als erteilte man mir soeben eine Aufgabe. Nach eingehenden Studien und zahllosen Experimenten bin ich nun davon überzeugt, der Lösung unseres Problems zumindest einen Schritt näher gekommen zu sein. Super, was ist es? Ich studierte eingehend das Verhalten verschiedener Schmetterlingsarten und konnte feststellen, dass Pheromone und Testosteron diejenigen Substanzen sind, die für die Anziehung zwischen Mann und Frau verantwortlich sind. Des Weiteren muss man feststellen... Ein bisschen kürzer, bitte. Ja, bis zum Abi wollten wir eigentlich nicht warten. Lasst es mich so ausdrücken. Es handelt sich um ein Elixier, eine Art Parfüm, dessen Duft uns für die Mädchen unwiderstehlich macht. Gib her, ich bestell sofort 10 Liter Flaschen davon. Halt ein Unbesonnener, das Gebräu ist doch nicht am Menschen getestet. Und des Weiteren musst du dir im Klaren darüber sein, dass nur das erste Mädchen, dem du begegnest, sich unsterblich in dich verlieben wird. Man muss es also mit Raison einsetzen. Raison? Die kenne ich noch gar nicht. Ist die neu auf der Schule? Mit Verstand. Raison heißt Verstand. Kein Wunder, dass dir dieser Begriff vollkommen fremd ist. Und nun in die Testphase eingehen. Wir verteilen die Substanz in diesem Bereich des Raumes und beobachten dann, was geschieht. Verbergen wir uns. Verbergen wir uns, das heißt verstecken! Ich beginne zu begreifen, warum die Mädchen in dieser Schule nichts mit euch zu tun haben wollen. Aber warum sie mich verschmähen, das ist mir vollkommen unverständlich. Strebi, es klappt, es klappt. Du bist mein Held, Strebi. Danke, es klappt. Wow. Ey, damit könnte ich glatt wieder auf 10 Dates pro Woche kommen. Oder noch mehr. Die Mädchen werden uns zu Füßen liegen. Ich werde nie wieder Zeit für die Schule haben. Das ist toll. Freunde, zügelt eure Begeisterung. Dieses Elixier muss mit großer Sorgfalt angewandt werden. Es darf kein Mädchen von dieser Schule sein. Was, wieso denn nicht? Strebi, es muss ein Mädchen von dieser Schule sein. Denkt doch nur an Julia. Und jetzt gefährlich, muss ich damit übergießen. Derzeitigen Berechnungen müsste die Wirkung des Elixiers in 2 Monaten nachlassen. In 2 Monaten? Ich ertrage DJ keine 2 Minuten mehr. Mit ihrem ewigen Geplappertag einen Tag aus. Ich habe keine Ahnung, was ich dagegen tun soll. Sag mal, Flipper, wie redest du denn? Sorry, Mo, aber seitdem ich mit DJ zusammen renne, ich genauso wie sie. Und ich kann nichts dagegen tun. Ich weiß nicht, ob es aufhört, wenn wir nicht mehr zusammen sind. Verstehst du? Stopp, ist ja gut, ich habe keine Zeit mehr. Ich habe gleich das nächste Date. Ich habe mir sogar einen Terminkalender besorgt. Hier. Um
3 Uhr bin ich mit Tina verabredet, um 5 mit Lena im Kino, um 7 Jogging mit Rocky. Oh, Leute, ich bin am Ende. Da leidet keiner so sehr wie ich unter den Umständen. Seht hier meine Fingernägel, sie sind perfekt manikürt. Julia hat mich dazu gezwungen. Doch würde ich viel lieber ein Buch lesen. Was wir brauchen, ist eine perfekte Idee. Nun, auch ich dachte bereits darüber nach, diesem unglücklichen Zustand ein vorzeitiges Ende zu bereiten. Also entwickelte ich nach nächtelangen Forschungen ein neues Elixier. Ein Gegengift! Echt? Und damit habe ich Rufo, DJ? Oh ja, doch auch hier musst du vorsichtig sein. Es wurde noch nicht am Menschen getestet. Her damit! Ah, sei vorsichtig! Das Elixier wird uns bei den Mädchen wieder genauso unbeliebt machen wie zuvor. Quatsch! Ich hab Probleme. Oh, wenn er dann mal irgendwie kommt, dann... Oh, das ist aus meiner Haut gekommen. 12 Uhr mittags bei Kabel 1. Na, was gibt es zu essen? Schon wieder Steak Pick? Das tut mir leid, Al. Wahnsinn, ein Bacon Cheeseburger. Ich dachte, dass hier irgendwo ein Hummer rumliegen würde. Ich bin gerade in Essstimmung. Einen Bacon-Cheeseburger und eine große Tüte Fritten. Ich hätte ganz gern noch mehr Kartoffeln. Pudding wäre auch noch da. Der damit. Die Bill Cosby Show. Roseanne. Eine schrecklich nette Familie. Und King of Queens. Danke für die Einladung zum Essen. Der Sitcom-Mittag mit 4 Portionen Comedy. Montag bis Freitag, immer ab 12 Uhr bei Kabel 1. Ich...